Hallo Leute und willkommen mal wieder zurück zu Rayman Origins. Wir spielen hier mit Globox und müssen anscheinend so einen riesigen Vogel hier killen. Ja, einen Lästervogel rupfen. Ja, dann machen wir das doch mal. Oh yeah. So. Heilige Scheiße, ist der hässlich. Ja, wir haben zwar schon, glaube ich, dritten Part oder so. Im Level Mosquito haben wir ja auch so einen hässlichen Vogel gekillt. Aber der ist noch eine Nummer hässlicher. Und der hat hier so eine Art Zopf. Ja, wenn man da nämlich dran zieht, dann startet man quasi den Bosskampf. Und dann dreht der völlig durch und bam. Oh, eine Münze da oben. Shit. Da muss ich mich wohl umbringen, denn sonst kriege ich nicht die 350 Lumps und die will ich ja bekommen. Also wenigstens die 300. Weil es ist ja blöd, dass man das hier gar nicht gut bekommt quasi. Aber hier kriegt man Leben. Okay, aus dem Screen kann ich nicht raus. Aber das war ja eigentlich schon fast klar. Aber ich wollte irgendwie die Münze dort bekommen. Na. So. Okay. Ich krieg das irgendwie nicht gebacken, dort die Münze zu bekommen. Na, geh da runter. Dann mache ich das einfach mal so hier. Also ich hätte mich total mit dem Kiefer hier erwischt und aufgespießt. Scheinbar kann man diese Münze nicht bekommen. Bam. Wieder mal Vögel verkloppen. Und? Oh, guck euch mal die Tränensäcke von dem an. Das sieht aus, als hätte er 3 Tage nicht geschlafen oder so. Nein. Ja, rote Frösche, die in Wüsten gigantische Vögel killen. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Und was ist... Okay. Ich dachte, ich hätte das Spiel gesoftlockt. Oder zumindest jetzt diesen Level hier. Und bam. Okay, ich hab's bekommen. So muss man das machen. Jetzt der hier. Die Vögel. Jetzt habe ich aber nur einen getroffen. Blöd. Gott, hier. Schön schielen, damit man auch nur das Weiße vom Auge sieht. Puh, das war knapp. Ich kann auf dem Laufen. Habt ihr das gesehen? Ich kann auf dem Laufen. Nicht einsaugen. Nein. Okay. Ich weiß aber, was hier zu tun ist. Ich muss ihn wieder hier am Zopf ziehen. Das muss man sich nämlich gut merken. Ja, wenn man das hier verkackt hat, dann rastet er wieder hier aus. Und greift mich auch mal hier an. Ja, runter. Sieht einfacher aus, als es ist. Sieht jetzt aus, als wenn ich hier völlig abkacke und schlecht wäre. So, jetzt öffnet er sein Maul. Und da ist nämlich jetzt diese Eiterbeule drin. Und bam, die kann ich jetzt hier zerstören. Und eigentlich werde ich noch gefressen. Aber warum habe ich nur 80 Lums? Bin ich von einem Baum gefallen? Nö. Gibt es doch gar keine Bäume in der Wüste. Was? Wie soll man hier 150 erreichen? Ja, stimmt, es waren keine 350, aber ich brauche ja jetzt mindestens 100, aber ich habe nur 90. Naja, das werde ich dann wohl offscreen nachholen müssen. Und da wir jetzt hier die Wüstenwelt abgeschlossen haben, können wir ja dann direkt weitermachen. Hier mit dem Leckermauland oder besser gesagt eine Erweiterung, ups, vom Leckermauland, nämlich süßliche Seen. Ja, das sieht ja genial aus, wie die Oberwelt. Alles ist irgendwie gigantisch. So, der erste Level von der Welt süßliche Seen heißt Drachensuppe. Alles klar. Die kochen hier anscheinend im Drachen, wie der Name schon sagt.
Oh ja, wieder Chili-Küche. Das finde ich nämlich am genialsten. Diese Art von Leveln mag ich am meisten. Weil einfach hier alles so abgefeiert wird. Und das gab es auch noch nicht. Das ist anscheinend eine Paprikascheibe hier. Mit Stiel. Ja. Ja, am besten wir machen aus dir hier die Suppe. Bäm. Ja. Ist ja auch so ein Drache hier. Okay, ich glaube, den könnte ich noch gebrauchen, denn da hitzt das hier und dadurch komme ich dann hoch. So. Okay, scheinbar sind hier nur ein paar Lungs, aber bin ich zufrieden mit. Ich will hier die 350 bekommen. So. Na? Ja, noch ein Leben. Es gibt jetzt ja auch extrem viele neue Elemente, wobei ich mir hier nicht sicher bin, was es sein soll. Für mich sieht das aus wie so ein Steak. Ja, schön mit deinem Arsch drin. Und bäm! Ja, der fliegt jetzt schön hier rein. Ist er zwar nicht ganz, aber fast. Nein, shit! Naja, ich hab's überlebt. Wenn nur ganz knapp. Bäm, schön geplättet. Okay. Ich finde den Level schon mal ziemlich awesome hier. Da kommt schön hier rein in die Lava. Was ist das hier? Achso, das ist einfach nur. Oh nein, komme ich da jetzt nicht mehr hoch? Das war einfach nur hier der Ground. Okay, ich muss aber nicht alles nochmal machen. Ubisoft setzt regelmäßig Checkpoints und da könnten sich die anderen Spieleentwickler auch mal eine Scheibe von abschneiden. Kann ich nur sagen. Ah. Ach, das war doch zu einfach. Als wenn man da nicht drauf kommt. Jetzt kann wieder der Moskito auf Globox reiten, der jetzt aus irgendeinem Grund fliegen kann. Und hier auch ja, spucken kann. Ich frage mich, wenn er das kann, warum macht das dann nicht im Spiel an sich jetzt, wenn man nicht fliegt? Oder einsaugen. Warum kann er das nur hier? Oder braucht er dafür den Moskito? Und okay, das scheint relativ schwierig zu sein, aber Globox ist ja auch relativ fett und da kann es schon mal sein, dass er hier getroffen wird. Okay, Spucken und sowas brauche ich ja anscheinend nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Boah. Okay. Okay, okay. Shit. Die übertreiben ein bisschen, habe ich jetzt hier das Gefühl. Ist es vorbei? Ich habe so viel durchgemacht. Oh Gott. Nee, es ist noch nicht vorbei. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Und ich habe nur ein Leben, ein Treffer und ich bin tot. Nein! Alter, nee. Ich gehe einfach mal hier ganz hinter, dann muss ich mich nur nach oben und unten bewegen. Das ist doch geisteskrank bei dieser Level. Okay. Ich hätte ein Leben holen sollen. Ach, Moment, Moment. Ich habe eine Idee. Ich hole mir hier irgendwo ein Leben. Hier. Irgendwo gibt es doch bestimmt ein Leben. Oh, es gibt hier auch Würste. Ja, das ist doch Wurst. Hier drin könnte was sein. Auf dem kann man jetzt auch so springen. Das ist so ein Trampolin. Nein! Oh. Na, bam. Also am Anfang hatte ich keine Probleme mit dem Spiel, aber inzwischen glaube ich wirklich, dass ich zu schlecht für das Spiel bin. Oder dass das Spiel so schwierig ist. Wieder die Faustfähigkeit hier. Aber in diesem Spiel relativ lame finde. Kann ich hier wieder zurück dann? Ja, kann ich. Ich hole mir jetzt hier ein Leben. Und hier ist eins. Und dann gehe ich hier wieder zurück. Weil ohne Leben, also wer das schafft, der muss echt ein absoluter Pro sein. Und so heftig gut bin ich anscheinend doch nicht.
Wie soll ich jetzt da hochkommen, ohne getroffen zu werden? Okay, das war schon mal ein Fehlschlag. Ich hätte mich umbringen sollen. Das ist das Problem. Ja. Ich bin irgendwie so schlecht auf einmal. Ja. Und jetzt wieder zurück. Ja, hier ist wieder Wurscht. So nenne ich die jetzt. Richtig mit ausgesprochen. Nicht mit S. Yes. Yes. Jetzt werden wir es aber packen. Aber mit einem Leben könnte es schon eine kleine Challenge werden. Denn ihr seht ja, wie viel hier jetzt kommt und wie fett Globox ist und wie schnell er sich treffen lassen kann. Naja, das war jetzt Dummheit. Aber ich habe ein gutes Gefühl. Ich glaube, wir kriegen das hin. Ja, I believe I can fly, könnte Globox jetzt singen. Das würde gut passen. Ha! Ah! Oh nein. Oh Gott. Das ist geisteskrank, das ist geisteskrank. Vor allem, ich hatte die auch beim letzten Mal schon alle besiegt, aber bin dann trotzdem wegen so einer Flamme gestorben. Ja, trifft die doch, ich treffe die doch. Ich treffe die doch. Oh, jetzt sind die hier auch auf Flammen zu speien. Aber letztes Mal haben sie es trotzdem gemacht. Betrug. Ah, jetzt kann ich auch so als Globox hier weiter. Nicht sterben. Nein, ich war aus dem Screen. Boah, ich Spaß muss aber auch wirklich alles ausprobieren. Ich habe es eigentlich so gut wie geschafft, aber natürlich muss ich es wieder vergeigen. Ja, der Anfangsbereich ist eigentlich der schwierigste, weil ich am meisten Flammen komme. Hier das kann man eigentlich relativ gut ausweichen. Da gibt es immer so eine Art Lücke. Und hier... Ja, da kommen jetzt nicht so arg viele Flammen. Ups. Bevor ich hier war, hatte ich noch das Leben. Manchmal zählt das nicht ganz als Treffer. Ich muss den ganz direkt treffen. So, jetzt hören die wieder auf. Und jetzt geht's wieder weiter. Bäm. So, erster Elektronenkäfig geöffnet. Die ersten Elektronen befreit, die irgendwie dann zu Geistern werden. Jeder steckt in der Wand drin. Aber die sind schon ziemlich verbuggt. Die könnten jetzt auch rein theoretisch darunter fallen. Aber machen sie gerade nicht. Manchmal fallen die hier so runter. Und ja, ist sehr verbuggt. Manchmal kommen die auch in so eine Wand dann rein. Ja, es quietscht so, wenn ich da drauf springe. Ja, und die Elektronen sind schon ziemlich verbuggt, wenn die dort so rumlaufen. Oh Gott, nein. Ja, das war knapp. Das war knapp. Okay, das ist hier wieder das Chili-Pulver hier, das da rauskommt. Ein Feuer. Oder Altfeuer. Ja, bam. Na? Kommt da. Ich habe den gerade gesehen, dort, der Speer, den hatte der noch. Als er gerade so Blase geworden ist. Der kommt gar nicht mehr zurück. Also den kann ich noch nicht mal sehen. Oh. Oben ist ein Lump, den möchte ich lieber mitnehmen. Ansonsten kriege ich vielleicht nicht wieder alles zusammen. Ja. Globox hat auch eine Fähigkeit, die Rayman oder so nicht hat. Er steuert sich zwar ein bisschen anders und ist, glaube ich, auch ein bisschen langsamer, aber er kann dafür mit seinen Händen Lumps einsammeln. Das kann Rayman nicht. Das finde ich auch ziemlich genial. Oh Gott! Ja, das will ich haben. Was ist das hier? Was ist das? Eine Münze! Ich hätte mich jetzt auch treffen lassen, um die Münze zu bekommen. Ich hatte ja noch ein Leben. Und das andere ist weg. Gut, ich glaube, ich musste mich jetzt für ein was entscheiden. Entweder hier für das Leben oder für die Münze oder für die andere Münze noch. Und dann nehme ich natürlich die Münze. Ist klar.
wird er hier schön über der Lava geschmort. Oh, der knapper ging's nicht. Sind das hier eigentlich Gurken? Tatsächlich. Das sind Gurken. Das sind Zucchinis. Aber sehen ein bisschen eckig aus hier. Und immer mit so Plus- und Minuszeichen drauf. Haben schon ein komisches Design. Okay. Jetzt muss ich hier anscheinend wieder alle Gegner killen. Alle Drachen. Na komm. Ich denke, mich noch zerplatzen lassen. Bekomme ich ein Blum noch. Ja, an sich ist das Spiel eigentlich nicht sonderlich schwierig, aber die 100% zu bekommen ist schon relativ schwierig, also um nicht zu sagen sehr. So. Ja, aber hier gibt es auch nicht wieder diese Typen, die dort kotzen können, die hätte ich mich drüber gefreut, wenn die hier wieder aufgetaucht wären. Aber vielleicht tauchen sie ja noch auf. Da kommen die Lumen da oben. Yes. Und darunter ist nichts. Nein. Was, man stirbt direkt? Ich dachte... das ist jetzt aber arg verbuggt. Also ich dachte, man berührt dann das Feuer und Globox fliegt dann so hoch, eben wenn er das Feuer berührt, aber das zählt als, als Abgrund. Als Abgrund, ja. Aber vielleicht ist das Feuer auch so heiß, dass Globox davon krepiert. Oh nein. Na, ja, das war jetzt nicht so schwierig eigentlich. Aber zurzeit ist es extrem schwierig, die 100% in einem Level zu bekommen. Also sprich 350 Lums. Und 300 zu bekommen ist manchmal auch gar nicht so einfach. So, hier oben ist nichts. Was? Nee, da ist tatsächlich... Da ist was. Ist tatsächlich irgendwas. Ich habe es schon vermutet irgendwie. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das tatsächlich was ist. Aber... Wurde von so einer Pfeffermühle hier gekillt. Aber ich find's erstaunlich, wie viele neue Elemente hier jetzt sind. Im letzten Chili-Küchen-Level, der Schneepflug hieß, weil er eben am Anfang so ein Eis-Level war. Nee, das ist doch jetzt das DNA-Zeichen, oder? Die Lumps hier, die das bilden. Und da gab es lange nicht so viele Elemente. Also, oder sollte man eher sagen, es gab andere Elemente. Aber ich ist gleichzeitig nach oben und nach unten gedasht. Das stimmt, da gab es ja so einen Glitch. Okay. Und als kleiner Globox-Scanner doch hier ranken oder in dem Fall hier die Chili Ranken, sage ich jetzt einfach mal, bei diesen verbunden. Er kann es auf jeden Fall nicht so ziehen und das finde ich eigentlich auch gute Detailarbeit, weil es einfach unlogisch wäre. Ach, immer wenn die so rasseln, immer dann... Oh shit. Okay, ich konnte mich retten. Was ist denn das hier? Das gab es auch noch nicht. Ist anscheinend so ein Secret. Oh shit. Also halt so ein Auslöser, der immer dafür sorgt, dass es Lums hier gibt. Fast 300. Aber da kommen ja Löffel rausgeschossen. Oh, es gibt echt so verdammt viele neue Elemente. Echt unfassbar. Ja, es ist sehr gut. Ich finde es nicht schlecht.
Er findet neue Elemente denn schon schlecht. Na gut. Wenn es nervige Elemente wären, dann wäre es schlecht. Aber es sind ja gute neue Elemente. Zumindest ist es meine Meinung. Diese Teile hier, die da immer zusammen rasseln hier. Oder zusammenschlagen. Die sind auch neu. So. Okay, die 300 Lumps, die sind schon mal sicher. Sei denn, das Spiel stürzt jetzt ab. Aber das ist noch nie passiert und das wird auch zu einer hohen Wahrscheinlichkeit nie passieren. Und? Ja, 300 Lumps, genau. Mehr brauche ich auch nicht. Aber es besteht sogar eine Hoffnung, dass ich noch die 350 bekomme. Denn wie ihr seht, ist hier noch so eine Schädelmünze. Oh, ganz viele Pfeffermühlen. Okay, das war easy. Oh, nee, das sind noch Silvesterraketen oder sowas. Nee, das sind einfach Messer mit so einer Schnur dran. Okay. Ich kann Globox auch nicht besonders weit bewegen. Es geht noch weiter. Ich dachte, der Level ist jetzt schon zu Ende und das ist der letzte Bonusraum. Ich krieg nicht die 350. Aber es besteht noch eine relativ große Hoffnung. Sogar. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe sogar befürchtet, dass ich nicht die 300 bekomme. Und die habe ich ja inzwischen. Und wie man sieht, habe ich die doch. Okay. Fallen immer gegen eine Wand und fallen dann runter. Oh, nicht runterfallen. Ja, die können gerne runterfallen, die Gabeln, aber ich nicht, bitte. Kommt jetzt auf Feuer. Aber eigentlich finde ich das gut, dass das Spiel hier ein bisschen schwieriger ist. Oh, genau 350. Yes. Alles bekommen quasi. Also bis auf den Speedrun, aber den mache ich ja noch offscreen. Was ist das denn jetzt hier? Und wie soll ich den jetzt killen? Also als Moskito ging das, aber kann ich den jetzt hier einfach schlagen? Okay, hat mir jetzt zwar nicht viel gebracht, aber kann man trotzdem machen. Nein. Und bam. Irgendwie wurde ich jetzt nicht getroffen. Aber gut, ich nehme es gerne hin. Bam. 354. Mehr als genug. Im Prinzip sind sogar 54 mehr als genug, denn die 350 bringen einem ja nichts. Eigentlich. Aber gut. Besser als nur 300, sage ich einfach mal. So. Ja, der Level mit dem Vogel, den werde ich dann noch machen müssen, mit dem riesigen Vogel. Und diesen Level hier, ja, den werde ich auch noch mal, den werde ich auch noch mal den Speedrun machen müssen. Aber bevor wir den Part jetzt hier beenden, also bevor ich den Part hier beende, ich habe ja vor 5 Tagen, glaube ich, das Infovideo hochgeladen. Und das war dann 20 Sekunden lang. Und ratet mal, wie lange das gedauert hat, bis ich es hochgeladen hatte. Also ich hatte da extrem schlechtes Internet. Es war 20 Sekunden lang. Und da hat das angezeigt, 1 Stunde Hochladezeit. Und ich konnte es echt nicht fassen. Und es war dann am Ende zwar doch nur eine halbe Stunde oder so, aber eine halbe Stunde für 20 Sekunden, das geht nicht. Naja, es wird aber höchstwahrscheinlich nicht nochmal vorkommen. Und ja, ich würde dann auf jeden Fall sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen hoch oder ein Abo freuen. Bis dann und ciao, euer Jono.